the Tiger Thompson. And fighting out of the red corner, wearing red with gold, officially weighing 113 kilograms, this Olympic gold medal champion now has a professional record consisting of 57 victories, including 50 knockouts, with 3 defeats. Fighting out of Hamburg, Germany, and his home, Kiev, Ukraine, the 3-time world champion and reigning, defending IBF, IBO, WBA, WBO heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko. I want you to watch your headbutts, your low blows, the kidney punches. On my end break, I want you to take a full step back to hand for you. Good luck, man. Seconds out, please. Es ist die 12. Titelverteidigung für Wladimir Klitschko. Der höchste verfügbare. Ja, es ist immer nicht ganz passieren, dass sich Klitschko seiner wichtigsten Waffe beraubt sieht. Daher, so wie hier der Versuch, auch wenn es ohne die bei Thompson hängt, die Deckung tief. Auch bei offenes Haus. Gut, die Gegner hinzustellen, hier die Distanz zu finden. Und genau, was denn hingehen, sehr aggressiv. Guter Konter von Thompson. Man, auch das ist schon bekannt, man kommt sich natürlich immer mit dem vorderen Fuß, immer der Weltmeister Wladimir Klitschko. Und er wird diesen ersten Durchgang auch gewonnen haben. Jab, das sagt Emmanuel Stewart, der heute Geburtstag hat, zu dem Kampf. Sehr schnell beenden. Mehr mit der Führhand. Also, dem Cheftrainer gefällt das, was er da sieht. Und in der Ecke vom ersten Mal. Hier müsste ich besser verteidigen. Kam die rechte. Jetzt hat Barry Hunter, guter Trainer auch, Schlag. Aber er hat ihn kassiert und er hat ihn nicht abgefeuert. Thompson etwas höher, also ist da kann man Klitschko nicht gefährlich werden. Nur zu Boden gedrückt, der braucht einen Gegner, der statischer ist, der mehr vor ihm steht. Mit zu großer Präzision. Hymnen anrufen und mitmachen. Die der kommt durch, mitmachen auch eine gute Anweisung an Toni. 10.000 Euro und eine Jahresmitgliedschaft bei McGill, als er das in vielen seiner vergangenen Kämpfe manchmal gezeigt hat. Gegner, die gefährlich waren, guter Treffer, zählte an, Sam Williams. Weiß nicht so genau, was er machen will, oder doch? Was sagt er? Kein Niederschlag. Ende. Noch mal kurz sehen können. Also da war ein Schlag vorher im Ziel. Und man hätte Fall gespürt. Ja, mehr. Thompson soll Klitschko beschäftigen. Kommen. Ja, wieder viele weiße Punkte auf der Hose von Wladimir Klitschko. Fans, die Klitschko bei diesem 21. WM-Fight somit also moralisch. Ja, gut. Vorgehend von Thompson. Er muss mehr machen. Er muss. Schön. Gut zum Körper. Das ist die große Spannung. Das soll jetzt wieder mehr werden. Mit dem Franzosen Jean-Marc Mormec nun wirklich nicht. So leicht kommen sieht. Und mehr schlagen, mehr Aktionen. Die Arbeit hier von Thompson. Oh. Viel
geschlagen hat, der eine gute Schlagstatistik aufwies. Die größere Präzision. Hier läuft es ähnlich. Unentschieden geben. Möglicherweise ja. Liegt dann Tony Thompson hier weit hinten. Und diese Treffer. Hier geht es also um den Starter um 14 Uhr. Und Sie haben es vorhin gehört oder mitverfolgt. Vettel auf 4. Gefällt mir, was Wladimir Klitschko macht. Er verlagert nur das Gewicht nach hinten, um dann wieder ganz schnell dran zu sein. Aber auch gute Aktionen von Thompson. Aggressiv. Der geht nicht weit zurück. Der bleibt immer dran. Wenn dieser Nahles seine Chancen erhöht, selber durchzukommen. Aber er muss diese Chancen festgetackert ist. Ja, die rechte von halben Schritt nach vorne, sondern durchmarschieren durch Klitschko. Stattdessen kassiert er gefahren. Und hier die rechte voll ans Kinn. Volltreffer. Kann das Ende sein. Sam Williams kniet vor ihm. Wow, kommt der noch? Wow. Noch 24 Sekunden. Und der Kampf ist vorbei. Was für ein harter Hammer von Klitschko. Mindestens die. You got me. You brought him here to see this. Let's go. Und hier nochmal der Blick, diese Lage aus, da musste viel erneuert werden. Konnte den Check sehr, sehr gut gebrauchen. Auch jetzt Washington auf ein paar Überweisungen von Tony Thompson. Und große Zahltage gibt es wohl nur noch, wenn man hier lässt sich in die Ecken stellen. Hinstellen, da wo Klitschko problemlos hinschlagen kann. Wieder die rechte. Da war sie etwas zu hoch. Und deswegen war es kein Volltreffer. Dann geht er wieder weg. Hier steht er wieder. Und nochmal kommt die rechte und die linke. Und wenn zumindest zurückschlagen würde, dann könnte man ja vielleicht noch eine Taktik attestieren. Aber da liegt er wieder wie im. Wir sind bei 7, 9, 10. Na, kannst du? Willst du? Nein, der kann ja gar nicht stehen. Er kann nicht mal das Seil loslassen. Der Mann. Oh, so sieht das aus. Und eben gerade lag er noch da, der Tony abgerufen hat. Ein klarer K.O.-Erfolg für Wladimir. Die souveräneren Fights von Klitschko. Und während er hat, dass die rechte nochmal einschlägt. Hier, die rechte, dann der linke Haken und irgendwie ein Gewühle. Und dann kommt, dass er umfallen kann. Der hat vorher schon gemerkt, das wird nichts mehr. Hier linker Haken, dann nochmal Ecke, Tony Thompson, und der war nicht wieder klar.